Hallo und willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einer neuen Folge von Club der Asse Heavy Metal Edition, Folge 25 und heute mit Arachno. Viel ja, und ihr habt richtig gehört, Fibia, nicht Phobie, nicht die Angst, sondern die Liebe zu den Spinnern und hier auch die Liebe zu Warfunder und alles, was nicht schwimmt, das wird hier auch mal ausprobiert. Das heißt, in der Luft oder auch am Boden. Und Arachnophilia wird uns das heute auch sicherlich unter Beweis stellen, hier mit dem Panzer 470, der einen jener Panzer, der wohl am häufigsten fährt. Jetzt der erste Gegner, ein BT-76, Schusstreffer, Abschusskonto plus 1, er hat den ersten Kill. Ja, und wo einer ist, der ist meistens auch ein zweiter. So, und den sieht er jetzt auch, Nachladezeit, Schusstreffer, Abschussnummer 2, der, sage ich jetzt mal, direkt ein Wiederholungstäter. Der Panzer 470, die Kenner wissen es, es ist definitiv nicht der schwächste aller Panzer. Er kann durchaus auch überzeugen und, glaube ich, überzeugen wird heute auch Arachnophilia, der hier sich langsam nach vorne vorarbeitet. Immer wieder der Blick auf dieser durchaus, sage ich jetzt mal, interessanten Karte. So, jetzt sieht er da vorne den R3, kurz ausgebändelt, Schusstreffer. Ja, und ich sage jetzt einmal, da wurde es am Heck plötzlich ganz schön warm für den Gegner. Und Abschuss Nummer 3. So, man möchte fast sagen, die wilde Fahrt geht weiter. Vor mir jetzt der Teamkollege M51, den kann natürlich jetzt auch ein bisschen mitlesen, der schießt. Das heißt, da muss noch nah der nächste Gegner auch ziemlich in der Nähe sein. Und ja, er tastet sich hier langsam nach vorne. Er zieht mir auch zumindest den Turm. So, nächster Gegner analysiert. Schusstreffer, Abschuss Nummer 4. Ja, sieht wirklich einfach aus. So, jetzt aber D34. Ja, der ist auf den Kollegen hier konzentriert. So, der ist allerdings hier auch angeschossen, versucht nun auch zurückzusetzen, ihn auch zu reparieren. So, kurz noch, ja, ich wollte fast sagen, kurz noch korrigiert, aber korrigieren muss er nun hier beim nächsten Kollegen, der den Kollegen leider rausgenommen, die Rache folgt hier direkt, sage ich jetzt einmal, ja, im selben Atemzug. Und nebenbei, wir schauen wieder mal auf das Punktekonto, Abschuss Nummer 6. So, der nächste, ein IS-1, ja, da hat er sich ein bisschen mal die Zähne ein bisschen ausgebissen. Aber jetzt noch ein zweiter. Wir sehen hier natürlich die Gegner, ich habe sie wie so oft hier auch eingeblendet. Auch noch viele sieht sie nicht, das macht es auch ab und zu ein bisschen spannend. So, jetzt nächster Schuss, wieder kein Durchschlag. Ja, aber jetzt korrigiert er. Setzt ein bisschen weiter unten an. Die Ladezeit, so, gleich ist soweit, nächster Schuss. Jetzt hat er ihn perfekt getroffen. Treibstoff explodiert, Abschuss Nummer 7. So, jetzt auch, hier sieht man es, hier eine Flak, wir sehen sie, er, glaube ich, hat sie noch nicht so ganz wahrgenommen. So, Blick jetzt nach vorne und auch nach links. So, aber jetzt die Flak hier, die soweit ist schon deutlich erkennbar. So, anvisiert, Schuss. Aber, ja, wie so oft die schweren Kampfpanzer, meistens mit einem Schuss draußen. Die Flak hier, Überlebenskünstler. Allerdings auch nicht so lange. Hier nun ein M4. So, den hat er noch getroffen, beziehungsweise die Mobilität hat er ihm jetzt auch genommen. Jetzt wird nochmal nachgeladen. Ja, auch hier, der M4 hält auch hier überraschend viel aus. Wer hätte das gedacht? Zwei schwere Treffer hat er schon eingesetzt, angesteckt, aber Nummer 3. Da haut's auch den stärksten Schirm aus den Socken. Und Abschluss Nummer 9 für Arachnophilia. So, nun über den Kinderspielplatz. Allerdings, ja, hier, der Platz, der hält hier Arachnophilia nicht auf. Aber andererseits muss auch gesagt werden, wenn er schon hier mit der aggressiven D34 zu kämpfen hat, dann kann er durchaus auch den Kampf mit hysterischen Müttern aufnehmen. Aber ja, das wäre nur ein anderes Szenen. Abschluss Nummer 10. Einfach mal nebenbei gemacht. Und die Eintrittskarte ist bereits gelöst. Die Schlacht aber, die geht weiter. So, weiter nach vorne. Immer mehr ins Zentrum. Man sieht ja auch ISO 57, D34 hier vorne. Allerdings, die sieht er noch nicht. Und jetzt setzt er ein bisschen zurück und geht hier auch ja durchaus in eine gute Deckung rein und wird hier auch zu lauern beginnen. Ja, ein wenig jetzt vorgespult, kurzer Cut. Ja, wartet immer noch. Ja, kann hier sich natürlich auch ein bisschen ausruhen, während die Schlacht hier weiter tobt. So, wir sehen jetzt aber bereits von links kommend hier den nächsten Gegner. Jetzt sieht er ihn auch. So, er geht nicht mal
in die Visierensicht. Einfach mal so, ja, in bester John Wayne-Manier einfach mal so im Platz genommen. Abschluss Nummer 11. So, jetzt geht's weiter. Er muss natürlich aufpassen, ja, nachdem er jetzt nicht den klassischen drehbaren Turm hat, ne, jedes Mal das komplette Fahrzeug hier, ja, auszurichten, ist natürlich auch etwas, was geübt werden muss, aber ihm braucht ja nicht mehr allzu viel. Nun, eine Crusader Flugabwehr, ja, und bevor ich sie auch noch richtig erwähnt habe, ist sie auch schon draußen. So, jetzt aber, der nächste Sherman, der zieht vorbei, der nimmt noch nicht Notiz, allerdings, sage ich jetzt einmal, ja, wer nicht sieht, ja, der muss fühlen, und das ging jetzt wirklich mal durch die komplette Gedankenwelt des Gegners, und den hat auch rausgenommen, Abschluss Nummer 13. So, hier nun ein Digger 2, den will er natürlich unterstützen, aber nicht nur mit der Reparaturhilfe, denn er sieht hier den nächsten Gegner bereits kommen. So, richtet sich aus, Schuss und Treffer. So, und jetzt kommt es auch zur Reparaturunterstützung. Abschluss Nummer 14. Tja, er wütet hier wirklich quer durchs Schlachtfeld. Jetzt vorne sind wir eine SU-152. Ja, da trennt uns ja diese, ja, wie soll ich sagen, diese Baracken hier, versucht hier durchzukommen. Ja, da wäre es angenehm, wenn er da sein Gewicht auch wirklich einsetzen könnte, aber die Physik spielt hier nicht ganz mit. Kann zwar der treffen, allerdings verursacht hier keinen nennenswerten Schaden. Muss jetzt aber auch passen, denn natürlich durch den Durchbruch der Mauer könnte jetzt auch Aufmerksamkeit von anderen auf sich gelenkt haben. Schaut doch mal rüber, da vorne auch noch ein Challenger. So. Den hätte er jetzt auch getroffen, allerdings, man hat es gesehen, da flog noch eine zweite Granate. Wir sind noch bei 14 Abschüssen. Jetzt die SU-152, die fuhr jetzt einmal um den Block. So, nächster Schuss, jetzt hat sie rausgenommen, Abschuss Nummer 15. So, und jetzt nach vorne. Aber jetzt, ja, jetzt ist es passiert, das Glück zu sehr herausgefordert. Ein D34 hat ihn jetzt noch bekommen, allerdings, ja, was soll man sagen? 15 Abschüsse, ganz klar, ja. Ein herzliches Willkommen im Club der Hase Arachnophilia, hier wirklich mit einer Paradeleistung. Es sei noch erwähnt, dass die Schlacht am Ende, ja, sie ging zwar verloren, aber er hat dann mit einer Heinkel auch noch, glaube ich, zwei weitere Panzer dann rausgenommen. Also, er war hier durchaus, sage ich jetzt mal, eine ganz, ganz sehr mächtige Komponente in der Schlacht. Allerdings, summa summarum, wurde es leider zu einer Niederlage. Ja. Definitiv keine Niederlage, sondern ein großer Auftritt. Das war's hier. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass es mich und Arachnophilia wissen. Schreib es in die Kommentare, lass auch gerne ein Like da. Und wenn du selbst der Meinung bist, naja, alles schön und gut, aber das kannst du dir vielleicht ähnlich gut, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, dann lass es mich und die anderen wissen. Schick mir ein Replay-File von deiner Schlacht an youtube@sebosser.com. Bedingungen findest du auch in der Videobeschreibung, und mit ein bisschen Glück und auch Geduld bist du vielleicht auch in einer der nächsten Schlachten dabei. Das war's von mir. Ich sag danke nochmal Arachnophilia und danke auch an dich, und es würde mich freuen, dich auch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen.